Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Systemhersteller Cevotherm präsentiert sich ab sofort mit einem rundum erneuerten Webauftritt. Partner und Interessenten aus dem dreistufigen Vertriebsweg finden hier schnell und übersichtlich alles Wissenswerte zu den zukunftsweisenden Energie- und Wärmesystemen der Rheinländer. Auf der neuen Homepage sind alle Produktsegmente ausführlich dargestellt. Flächentemperierung, Photovoltaik, Wärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung, Wohnungsstation und Verbundrohrsysteme. Um den ganzheitlichen Ansatz herauszustellen, werden die Verzahnungen der einzelnen Segmente am Beispiel eines interaktiven Systemhauses erklärt. Hier wird der Kreislauf von Energiegewinnung, Speicherung, Verteilung und Regelung verdeutlicht. Unter dem eingeblendeten Link kommen Sie direkt zur neuen Website. Zur Kosteneinsparung durch effizientes Heizen mit einer Fußbodenheizung stellt der BVF ein Informationsblatt für Kunden zur Verfügung. Bei der Reduzierung der Heizkosten spielen die Fußbodenheizung und ihre Optimierung eine wesentliche Rolle, da es sich um ein Niedertemperatursystem als Wärmeverteilsystem handelt. Sie ermöglicht ein behagliches Raumklima und führt gleichzeitig zu geringen Heizkosten im Vergleich zu anderen Wärmeverteilsystemen, da die Vorlauftemperatur deutlich niedriger ist. Ein weiterer Vorteil von Fußbodenheizung ist die Kombinierbarkeit mit allen regenerativen Wärmeerzeugern, wie etwa Wärmepumpen, solarthermischen Anlagen und Photovoltaiksystemen. Mit dem Leitfaden sollen die wichtigsten Informationen für die Bewertung der Situation der jeweiligen Immobilie und sinnvolle Maßnahmen an die Hand gegeben werden. Schon 2021 hat sich ein Aufwärtstrend beim Einbau von Wärmepumpen deutlich abgezeichnet. Das geht aus der neuen Ausgabe des Gebäudereports der Deutschen Energieagentur GmbH, kurz DENA, hervor, der kürzlich veröffentlicht wurde und Zahlen und Daten zum Gebäudebestand in Deutschland enthält. So wurden 2021 erstmalig über 170.000 Wärmepumpen verkauft, von denen mehr als die Hälfte in Bestandsgebäuden eingebaut wurden. In Neubauten wurden Wärmepumpen zu 51% als primäre Heizungsanlage eingesetzt. Im Bestand dominierten wiederum die Gasheizungen. Vergangenes Jahr wurden 680.000 Anlagen neu eingebaut oder ausgetauscht. Ziel des neuen Prognosetools von Caldeva und dem Fraunhofer Institut für Bauphysik, kurz IBP, ist es, die zu erwartenden Luftschallpegel in beliebigen Grundrisssituationen und Bauweisen zu prognostizieren und für die individuelle Nachweisführung nutzbar zu machen. Damit ist es möglich, über den Prüfbericht hinausgehende Schallschutznachweise für Caldeva-Produkte nach DIN EN 12354-5 zu berechnen. So kann jedes Bauvorhaben bei der Planung individuell ausgelegt und der prognostizierte Schallpegel mit dem Anforderungswerten verglichen werden. Planer und Nachweisführende können sich per E-Mail an info@caldeva.de wenden, um eine Prognose für ihr Bauvorhaben von Fraunhofer Institut für Bauphysik zu erhalten. Ja, liebe Zuschauer, das war's mit unserer heutigen Marktsendung. Morgen geht's hier wie gewohnt mit den Nachrichten weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.